Herzlich willkommen zurück zu Magic Duels mit Arezu. Ich bin Arezu und hier bin ich falsch. Ich will einen Wettstreitkampf machen. Gegen einen anderen Spieler. Gegen wen, weiß ich natürlich noch nicht. Das ist übrigens ein Thema, das ich jetzt auch ansprechen möchte. Ich werde mal alle Folgen, die ich heute noch so aufnehme, die keine Deckbau-Folgen sind, für den Fall, dass ich jetzt noch mal gewinnen sollte und dann in dem Pack ein Planeswalker drin ist, würde ich ja mein Deck noch mal komplett umbauen müssen. In diesem Falle würde ich natürlich noch eine Deckbau-Folge reinmachen müssen. Aber ansonsten, was zum, nein, das ist nicht fair. Okay, ich brauche mal Karten. Ja, das sieht schon um einiges besser aus. Zuerst einen, nee, zuerst einen Sumpf bringt es nicht. Ich müsste zuerst eine Kapelle spielen und hoffen, dass ich noch eine Dings da ziehe. Eine Ebene. Stufe 15. Ja, was ich sagen wollte, ist, dass ich erstmal alle Spiele, die ich heute dann so spiele, alle Folgen, die ich heute so aufnehme, so, bis auf die letzte Folge, die ist auch von der heutigen Spiele-Session, aber hat noch einen eigenen Namen, so. Nee. Ah, verdammt, hätte ich den gespielt, wäre es besser gewesen, weil der wäre ja eh getappt gekommen. Das mit dem Doppelländer-Management muss ich echt noch besser hinbekommen. Okay, aber wenigstens haben wir als erster eine Kreatur draußen und auf jeden Fall eine relativ gute. So, den Sumpf spielen wir. Verdammt, das wäre schon wieder was gewesen. Den Ossoff-Gen-Eingang hätte ich jetzt auch spielen können, weil dann wäre getappt gewesen, aber ich hätte eh nichts getapptes, nichts Enttapptes da gebraucht. Und Endphase, sehr gut. Dann wird der hier jetzt ruhmreich. Was spielen wir? Noch gar nichts, würde ich sagen. Greifen wir erstmal an und gucken, ob er darauf irgendwie reagiert. Grün ist immer gefährlich. Weiß-Grün, weiß nicht, ob das so eine beeindruckende Kombo wird. Okay, spielen wir mal das hier und ein Kind der Nacht mit raus. So. So, was ich sagen wollte. Alle Folgen, die ich heute aufnehme, werden erstmal einfach nur nach dem Prinzip benannt. Arezu gegen QVX546 zum Beispiel. So heißen, ich gehe gar nicht auf das Duell an sich erstmal ein, sondern sage, wer der Gegner ist. Wäre gut, wenn ihr mir dazu auch Feedback da lassen würdet. Weil, mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob die, also, weil ich ja immer das gleiche Deck habe momentan. Und das nicht das beste, spektakulärste Deck ist, weiß ich nicht, ob die Namen jetzt so wirklich so viel bringen immer. Klar, wenn irgendein Deck besonders hervorsticht, nicht irgendein Deck, irgendeine Folge, dann würde ich auch noch mir einen Namen ausdenken. Aber ansonsten, was ist das? Zerstöre ein Land deiner Wahl, durchsuche die Bibliothek nach dem Land. Oh Gott. Eine so gemeine Karte. Okay, aber wenigstens war das alles, was er bisher gemacht hat. Gut, schauen wir mal. Wir geben die göttliche Gunst mal dem hier. Ich möchte, dass er bestehen bleibt. Und bei Grün bin ich eben immer ein bisschen besorgt. Der wird jetzt noch ein bisschen verstärkt, dadurch, dass er hier rumvoll ist.
bekommt er bis zum Ende des Zuges die 1-1. So, das war Erstschlag. Das war Zweitschlag. Da kommt die Heilung. Jetzt sieht es gar nicht so schlecht aus für mich. Ne, und das Problem ist, wenn ich versuche Namen zu finden, na, dann gebe ich natürlich auch irgendwie immer was vom Duellpreis. Und ich weiß nicht, ob das dann vielleicht schon gespoilert ist. Wie gesagt, Feedback dazu in den Kommentaren sage ich in den nächsten Folgen auch nochmal an. Der braucht eine ganze Weile, ne? Ah, da kommt was. Was kommt denn? Verzaubert eine bleibende Karte, die kein Land ist. Kann ich angreifen oder blocken. Und Fähigkeiten können nicht aktiviert werden. Tja, und was haben wir hier? Wenn ein Spiel kommt, ziehe eine Karte. Okay. Wenn ich jetzt noch ein Land kriege... Sehr gut. Dann hole ich jetzt die Pilgerin des Heliot. So. Und hole mir damit, sagen wir, zum Beispiel die Nimbusflügel. Und die geben wir dann natürlich unserem lieben Vampirchen. Nur weil er allein angreifen muss, heißt es ja nicht, dass er ja gar nicht mehr angreifen muss. So. Da gar nicht mehr angreifen kann. Also durch die 15 war ich jetzt schon sehr eingeschüchtert. Allerdings weiß ich ja auch immer noch nicht genau, wie dieses System funktioniert. Ob man jetzt bei jedem Win sofort aufsteigt. Wenn ja, dann ist es ja eher ein Punktesystem und kein Rangsystem. Und... Aha, bei jedem 11 Zauberspruch kommt ein zusätzlicher 11. Gut. Jetzt versucht er mich mit Elfen zu überschwemmen. Jetzt macht er eine Verzauberung kaputt, das ist nicht nett. Er greift nicht an, okay. Ja, achso, ja, er könnte nur mit dem hier gerade. Dann würde ich sagen, machen wir folgendes. Das war falsch, ich hätte den Aura-Schöpfer mal nehmen müssen. Weil jetzt ist die hier gerade viel zu wertvoll dann. Die nehme ich dann mal. So. Und in der nächsten Runde hole ich dann mit Hilfe des Aura-Schöpfers die Nimbusflügel zurück. Jetzt kann er sich noch entscheiden für den Fall, dass er was hat. Aber nee, alle seine Karten sind getappt, dann wird er nichts haben. So, ich warte noch. Ich glaube nicht, dass er jetzt angreifen wird. Vielleicht mit dem hier, aber... Ist einfach zu risikoreich. Wenn ich ihn nämlich durchgehen lassen würde, könnte ich wieder zuschlagen und hätte ihn auf die Hälfte seines momentanen Lebens runtergebracht. Ich persönlich würde es nicht riskieren. Macht er mir schon wieder ein Land kaputt. Tja, dadurch muss er sich dann natürlich auch keine Sorgen mehr um die Ritterehre machen. Es sei denn, ich ziehe jetzt ein Land. Das ist so nervig. Und das hier ist eine schwarze Karte. Also eine ganz normale, keine silberne oder goldene oder orange. Gut, orange hätte ich dir auch nie zugetraut. Aber das sorgt für so ein Länderungleichgewicht. Macht er jetzt sowas? Nein, okay. Das ist kein Land, das ist schlecht. So, spielen wir das. Da kann ich mir zumindest schon mal die Nimbusflügel zurückholen, auch wenn ich sie jetzt nicht spielen kann, weil der mein Land kaputt gemacht hat. Aber meine... Ja, mein Blockpotenzial erhöht sich dadurch natürlich. Tch.
Ich bin leicht beunruhigt. Ich meine, der hat insgesamt 10 Länder schon gegen 4. Er wird jetzt nicht angreifen. In der letzten Runde hat er nicht angegriffen. Und in dieser Runde ist mein Feld noch besser. Sehr gut. Dann kommt hier jetzt die Ritterehre. So. Jetzt ist mein Feld noch ein klein bisschen besser. Im nächsten Zug werde ich dann die Nimbus, also wenn alles planmäßig läuft, werde ich dann die Nimbusflüge noch raufpacken. Dann kann ich einen guten Angriff starten. Was ist das? Oh. Ja, eine Kreatur mit 4 oder mehr zerstören. Und ich sehe gerade, das ist eine weiße Karte. Ich ging in der letzten Folge davon aus, dass es eine schwarze ist. Peinlich. Ich kenne mein eigenes Deck nicht. Das ist jetzt problematisch. Aber er greift höchstwahrscheinlich trotzdem nicht an. Nee, okay. Tja. Versuchen wir es mal hiermit. So. Und dann spielen wir noch den Leichenschlepper, einfach damit wir noch mehr draußen haben. So, der hat keine Reichweite, keine Reichweite, keine Reichweite und keine Reichweite. Das heißt, ich kann angreifen. Yay! Natürlich noch nicht stark genug. Aber immerhin. Genug, um ihn zu beunruhigen. Hoffe ich zumindest. Also eigentlich gehe ich stark davon aus, dass es ihn beunruhigt. Also ich bin immer noch beunruhigt durch den Rang 15 hier, den er hat. Auch wenn es jetzt von den Lebenspunkten natürlich sehr gut für mich aussieht. Ich will da einfach nicht zu selbstsicher werden. Oh Gott, was kommt da? Eine Verzauberung zerstören. Aber ich habe ja noch ein paar Nimbusflüge, ne? Das ist ja kein Problem. Los, so lange musst du dich nicht aus... musst du dich nicht entscheiden. Ein Artefakt oder eine Verzauberung? Ein Artefakt habe ich aber nicht. Das heißt, du hast wirklich nur... Ja. Gut, er hätte noch hier die göttliche Gunst nehmen können, aber das wäre absolut hirnrissig gewesen. So, er wird jetzt... Oh, was hat er da? Ah ja, okay. Wirf eine Elf-Karte ab, eine Kreatur erhält minus X bis zum Ende des Zuges. Wobei X gleich der Anzahl an Elfen ist, die du kontrollierst. Aha. Oh Gott, 9 Lebenspunkte zieht er mir ab. Uiuiuiui. Das Gute daran ist, dass er jetzt auf keinen Fall mehr einen Elfen draußen hat. Das heißt, wenn ich den jetzt verstärke, kann er nicht einfach kaputt machen. Das war ein taktischer Fehler von ihm. Uiuiui. Natürlich ist das hier trotzdem nicht unbedingt die angenehmste Sicht, die ich habe. Ich muss nochmal nachgucken, ob jetzt einer Reichweite vielleicht hat. Nein, nein. Ich weiß nämlich, dass einige Elfen durchaus die haben. Generell grüne Decks machen das gerne mal. Gut, Nimbusflügel, yay. Der hier kann ja leider nicht angreifen. Damit hätte ich dann jetzt den Sieg. So. Okay. Ich muss nur noch einen Angriff schaffen. Aber das wird schwierig. Er muss nur einen Elfen ziehen und er hat den hier erledigt. Oder jeden anderen, den ich auf dem Feld habe. Also jeden beliebigen anderen, nicht jeden einzelnen anderen. Und...
Und spann mich nicht auf die Folter. Mal ehrlich. Was soll das? So steht man doch als vollkommen feige da. Okay. Blocken wir hier. Und so. So. Aber damit haben wir immerhin gewonnen. Der Malakirkeuler ist jetzt nicht vonnöten. Er hat auch nichts auf der Hand. Damit kann ich definitiv jetzt gewinnen. Und das bedeutet, gleich gibt es ein Booster-Pack. Ja. Deswegen bedanken wir uns mal bei QVX546. Wie kommt man auf so einen Namen? Ich frage mich, ob der eine Bedeutung hat oder der sich einfach nur gedacht hat, oh, ich brauche jetzt mal einen vollkommen nichtssagenden Namen. Hui, auf Rang 4, yay. Gewinne 10 Wettstreitkämpfe. Wunderbar. Und ab in den Laden. Ein neues Booster-Pack hätte ich gerne. Kauf bestätigen. So. Und was haben wir? Okay, die Todesbrücken-Schamanen ist jetzt nicht so was Besonderes. Augenweh-Meuchlerin auch nicht. Drachenfutter, bringe 2-1-1 rote Goblin-Kreaturspielsteine ins Spiel. Ja, kann gut sein. Zendigas Turbulenz. Immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, bringe ein 2-2 grün Elementarwesen Kreaturspielstein ins Spiel. Das ist eine sehr gute Karte. Allerdings auch leider eine sehr teure. Malakirkeuler mag ich. Und Gödenlaub Ausdünner. Bedrohlich, also muss von mehr als einer geblockt werden. Und wenn er ins Spiel kommt, kannst du eine Nicht-Elf-Kreatur deiner Wahl, deren Stärke und Widerstandskraft ungleich sind, zerstören. An sich kein schlechtes Booster-Pack, aber nicht wirklich etwas, das ich gerade brauche. Das hier kann ich mir in einem grünen Deck durchaus vorstellen, dass ich es benutze. Sogar sehr gut. Okay, das war's dann auch mit der Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Wie gesagt, schreibt mir in den Kommentaren auch, was ihr vom neuen Benennungssystem haltet. Jo, und sonst sehen wir uns. Lebt wohl!